Ein Sternzeichen, das wie ein Tomberry aussieht? Cool. Wo ich Dennis gefunden habe, irgendwo am Rand. Es ist kein Witz jetzt, wenn man auf der Konventionkarte mal schaut. Ich bin da links hinten. Na gut, links ist woanders. Rechts hinten. Und wie gesagt, so ziemlich weit am Rand dran. Ich habe gesagt, dass es ja begrenzt ist, hier wo man fliegen kann. Da gibt es einfach mal so ein Sternzeichen. Und hier ist der Rand, dass ihr den auch mal gesehen habt. Man kann nicht dagegen fliegen. Der Autopilot verhindert das. Aber sonst, wie man da sonst drauf kommen kann, dass es hier ist? Ich meine, ich weiß selbst nicht mehr, wo ich bin. Bin einfach rumgeflogen. Das Problem ist, es gibt noch ein Sternzeichen, das hier irgendwo ist. Ich weiß noch nicht wo. Hab's gefunden, hier ist es. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Kobold. Ah, Final Fantasy 4. Alles klar, weiß Bescheid. Wo ich das jetzt gefunden habe, mal schauen, ob da einen Tipp geben kann. Also auf der Zonenkarte, das sagt nicht viel aus. Also, ich bin einfach von der Tomberry Sternzeichen einfach ein bisschen runtergeflogen, habe diese Kristalle hier gesehen. Diese riesigen. Da hinten ist der Tomberry Nimbus. Also das ist gar nicht mal so weit weg. Aber ich kann euch hier keine bestimmte Richtung sagen. Ich meine, im Weltraum gibt es keinen oben, unten, links, rechts so gesehen, außer man hat einen Bezugspunkt. Und den habe ich hier irgendwo verloren. Nebenbei, ich komme in diesen Wirbel da hinten noch immer nicht rein. Ich glaube, es wird wieder mal Zeit, ein neues Gummischiefchen zu machen. Da muss ich zur Weltkarte zurückkehren, anders geht das ja nicht. Mal schauen, ob ich ein Gummischiefchen machen kann, was da reinfliegen kann. Und ihr dürft mal wieder mal live dabei sein, in den Gummi-Editor. Aber diesmal mache ich ein komplett neues, eins, was auf Speed-Off ist. Lass mal sehen. Bewegungsgummis brauche ich erstmal. Und soll schnell sein. Lass mal sehen. Geschwindigkeit 50, 30, 30, 5. Wir geben auch ein bisschen Speed, diese Flügelgummis. Und hier haben wir noch. Na gut, das ist fürs Rollen. Rollen ist halt wie gut ein Ausweichkarte. Ich finde lustig, dass man hier so eine Art Panzer oder Auto basteln kann. Ich meine, warum nicht? Ich mache einen Panzer, Gummischiff, ja. Nee. Aber jetzt erstmal Grundgerüst bauen. Das wird nicht allzu wild. Ich werde das ein bisschen kleiner bauen. Ein bisschen. Ich will schön viel Platz haben, beziehungsweise schön viel Kosten sparen. Damit ich das Gummischiff hier schön schnell machen kann. So, das war Nummer 1. Und jetzt ist es lustig. Soll schnell sein. Ein sehr schnelles Gummischiffchen. Okay, lass mal sehen, wie schnell kann ich das machen. Wettbewerb angenommen. Das hier perfekt. Eins hoch. Davon habe ich keins mehr. Das heißt, wie viel kosten die? 35 für 20 Geschwindigkeit. 37, ja gut, 37,50 Geschwindigkeit, wenn ich voll gehabt. Also die Teile sind für Speed unumgänglich. Also die geben richtig ein auf Whee! Schnell fliegen. So, damit das ein bisschen besser aussieht. Hier kann ich das ranklatschen. Oh, ich habe schon lange kein Gummischiffchen mehr gepasst, glaube ich. Ja, ja. Schon ein bisschen was her. So, umfärben tue ich später. So, weiter geht's. Wir wollen ja das schnellste Gummischiffchen haben, was jemals gebaut wurde. Andersrum bitte. Da kommt auch noch ein Propeller hier in der Mitte. Da kommt dann die Brücke mehr oder weniger. Basisgummi und na, warte, das war extra. Extra Gummi. Ich hätte gerne ein billiges Cockpit. Na gut, ich soll ein Speed, das soll auf Speed sein, ne? Das gibt minus 19 Geschwindigkeit. Na gut, das würde 0 geben. Aber dann hält das Gummischiff so wenig aus. Mal schauen, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, und das hier sieht irgendwie crazy aus gerade, dann werde ich wohl diese Brücke hier nehmen müssen. Das ist Cockpit. Schild. Ja, nehme ich mal mit. Das brauche ich gerne unten dran.
Aber wenn man ein bisschen was aushaltet, dann gibt's so ein paar neue Gummis. Nämlich den Neonröhre-Gummi, die sieht einfach nur cool aus, steigert die Feuerkraft. Ich hätte gern zwei davon, aber ist nicht. Dann, das sieht aus wie ein Auspuff, glaube ich, soll das sein. Steigert Feuerkraft, Geschwindigkeit und Petrol-Eigenschaften. Haben wir so einen Auspuff irgendwohin? Am besten hier? Das sieht jetzt irgendwie crazy aus. Weil auf der anderen Seite auch bitte, wir wollen es ja schön symmetrisch haben. Leider gibt es hier keinen Symmetrie-Modus, dann vermisse ich hier ein bisschen. So, jetzt habe ich eine Geschwindigkeit von 144, also langsam kann es ein bisschen reichen, oder? Dann... Ich glaube, das soll ein Dampfauspuff oder so sein, à la Lokomotive. Aber ganz schön teuer. 96 kostet das. Das ist ja fast gar nicht wert. Na gut, schauen wir weiter. TP herzlich gesehen, da reicht eigentlich so ein Mini-Radar. Am besten hier rangeklatscht. Soll ja alles immer noch schön aussehen, ne? Na gut, Schönheit beginnt auch des Betrachters. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Gummis, aber mir fehlt so ein, zwei Sachen. So, muss ich noch schneller sein oder reicht das? Zur Sicherheit kann ich ja noch ein bisschen was hier ranklatschen hier unten. Zwei so Mini-Booster. Mit hier. Was? Ah, das sieht nämlich toll aus. Moment. Die Teile benutze ich selten, aber ich glaube, das sieht besser, wenn ich es so mache. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Nicht viel, aber ein bisschen. So, Geschwindigkeit von 214. Kommt Leute, das muss doch reichen. So, dann Waffen. Ich hoffe, ich kriege den Bus, der da drin ist, hin. Ich habe den bis heute noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, was mich damit erwartet, weil ich war bis heute nicht so neugierig. Aber heute will ich es mal wissen und schauen, ist da jemand zu Hause? Mal anklopfen und schauen. Guck, guck. So, hier ein Gravitas, hier ein Gravitas. Ah, bitte außerhalb, sieht besser aus. Ah, cool, dass man die Waffen da hineinbauen kann, das Schiffchen. So, dann habe ich noch Platz für fast 60. Oh, da muss ein Feuergummi reichen. Ja. Das ist jetzt ein Gummischiff, was extrem schnell ist, aber nichts aushält. Das Dicke will ich keins aussehen, das mache ich jetzt mal im Schnellverfahren. Nehme einfach nur eine Farbe. So. Aber wenn ich weiß, das ist das Gummischiffchen, das auf Geschwindigkeit aufgebaut ist, ohne Ende. Also schneller geht es vielleicht noch, wenn ich alles auf Geschwindigkeit drauf klatsche. Aber auf Dauer wird das ganz schön teuer, was die Kosten bringt. So. Sieht doch besser aus als wie weiß, oder? So, Fertigkeiten. Okay, lass mal sehen. Schubbeschleuniger. Also das ist es mit dem Kreis. Geschwindigkeit, jo, wir wollen ja speedy sein, haben wir gesagt, ne? Manövrierbarkeit. Brauche ich jetzt nicht so dringend. Schockabsorber. Verhindert den Schaden. Brauche ich. Oh, Verteidiger ist auch nicht schlecht. Da sind wirklich ein paar coole Sachen dabei. So, Geschütze wollen wir natürlich, dass die reinhauen. Spezialwaffenbeschleuniger. Na gut, immer das hier, den Beschleuniger. Dann habe ich alles. Speichern! Hier bitte. Das ist das Gummischiff aller. Ich bin schnell. Also nächstes Mal Speed. So. So. Das war's. Das ist jetzt ein schnelles Gummischiff. Na gut, wir haben auch ein bisschen Geschwindigkeit, ob das zu viel ausmacht. Hm. Aber ich kann das mal kurz editieren. Da passt nämlich noch eine Waffe drauf. Eine ganze Gravitra-Kanone. Okay, fast. fast. Achso, das ist gleich teuer. Na, dann macht's es Sinn. Also ist besser, ja. Wir wollen schließlich, dass die auch Schaden machen. Speichern bitte sehr.
wäre. Ja, ich nehme es einfach irgendwie. Passt schon. So. Dann würde ich mal sagen, lasst also aufbrechen von hier. Von diesem Wegpunkt 03. So, natürlich muss ich das Ganze auch noch hier sagen. Jo, ich will das alles haben. Ja, Spezialwaffe. Ja, Reparaturkit wäre gar nicht mal so schlecht. Damit kann man sich heilen. Aber Sonnenstrahler ist irgendwie besser. Also, let's go! Und jetzt hoffe ich, dass ich da reinfliegen kann. Ja? Da, Batman angenommen, ob ich reinfliegen kann. Das ist das Speed. Komm, Schiffchen. Irgendwie kommt es mir nicht schneller vor, aber wenn man das mal so ansieht, das sieht schon ziemlich krass aus jetzt. Ja. Kann ich jetzt reinfliegen? Ja? Nein, vielleicht? Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, ich komm rein. Was ist das denn? Das sieht interessant aus. Ein Schwarzgeist. Mit einer sehr interessanten Musik. Wow! Alter! Alles klar? Der haut rein. Na dann, let's go! Ich halte gerade mal einen Schlag. Das war überhaupt. Okay, der erste Angriff von dem ist ja schon mal interessant. Alter, was ist denn das denn? Das geht ja richtig ab. Nee, wartet. Ich muss, glaube ich, hier sein. Bin ich sicher, ja. Gut, das sieht schon mal gut aus. Der hat so eine Art Schild um sich. Oder sind das Waffengeschütze? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall besteht aus mehreren Komponenten. Mir schon aufgefallen. Alter, was ist das denn, ey? Also, ich will sagen, ja, aber was ist das? Ich will hier sein. Ja. Bloß nicht getroffen werden von diesem Laser da. Das habt ihr zu eng gegeben. Und irgendwie mache ich keinen Schaden auf ihn. Also, das nenne ich mal einen Gummischiff-Gegner. Was? Okay, was habe ich gerade getroffen? Was, einer von diesen Lasern? Boah, Alter, was ist das denn? Weglaser! Also, eins habe ich schon mal gelernt. Ich muss hier sein. Sonst bin ich instant weg. Mein Schild, das ich da rechts unten habe, bringt mich gar nichts. Ich glaube, ich brauche ein anderes Gummischiffchen. Ich mit Einschlag ja, weg. Abgeschossen, sagen wir mal so. Das ging besser. Dann ist das nicht gut. Alter, da schießt sogar richtig große Raketen. Was? Wow, das hat mich fast getroffen. Das war sehr knapp gerade. Also, eins muss ich sagen, die Musik gefällt mir. Baut Spannung auf. Das war nur so ein altes Ufzen-Gezöne, aber es ist toll. Meinst du nicht, dass du ein bisschen viel rumballerst? Was ist das? Okay, besteht aus mehreren Teilen, so viel so gut. Und ich glaube, jedes Teil muss ich zerstören, damit ich ihn selbst steuere. Ich krieg hier langsam einen Krampf in meinen Finger, ja? Ich weiß zwar nicht, wie schnell das Gummischiff sein muss für diesen Gegner, aber holla die Waldfee! Könnte ich es nicht ein bisschen langsamer machen, damit ich ein bisschen mehr aushalte oder mehr Schaden machen würde? Das würde ich sehr big. Oh, nochmal den Ausgriff. Sehr big. Andere Frage. Wie viel muss ich aushalten, damit ich einer dieser Laser aushalte? Also der letzte Versuch. Ich werde mir daraus überlegen müssen. Ich würde sagen, ich mache mich lieber auf zum nächsten Mal. Das ist geil. Ich glaube, ich muss mein Gummischiffchen mehr leveln. Und dann schaue ich, dass ich den nochmal bekämpfe. What the hell, einfach nur. Das erinnert mich an den Gegner in Kingdom Hearts 2. Da war auch so ein richtig mächtiger Gegner, der man kaum Schaden gemacht hat. Ja?
Er hat zwar eine begrenzte HP-Leiste und so, aber bis man den mal besiegt hat, das dauert. Jetzt habe ich gerade getroffen und die Hälfte meiner HP ist weg. Sogar mehr als die Hälfte. Ich glaube, es war einer dieser Laser. Hä? Ich glaube, das heißt, Freundchen, motze dein Gummischiffchen mehr auf. Ja, wenn ich nach zwei Schüssen schon weg bin, das ist nicht toll. Ich habe auch noch ein Schild gehabt, ne? Das ist auch weg. Das Schild ist zwar nicht stark, was ich da habe. Das kann ich vergessen. Das kann man komplett vergessen. Alter. Aber ich werde den wieder besuchen, ja? Ich werde den wieder besuchen. Da bin ich hartnäckig bei sowas. Gut, hätten wir das geklärt. Jetzt weiß ich, was da hinten ist. Was sehr Böses. Ich würde sagen, machen wir auf zur nächsten Umgebung, sage ich mal. Aber bevor ich da hingehe, Moment, ich will kurz nach Traverse. Das muss jetzt kurz sein, das haut eh nicht lange. Nicht Traverse. Wir sind ja nicht Kingdom Hearts 1. Nach Twilight Town. Entschuldigung. Weil ich habe in Twilight Town noch ein bisschen was zu tun. Vor allem erstmal Post abgeben. So, Magie plus wieder mal. Nämlich gerne. Biro-Tropfen. Und noch immer nicht von dir das bekommen, was ich habe, wie Kupo. Du bist auch hartnäckig. Weißt du das? Das sind ja schon zwei. So, gibt's eine neue Fotomission? Wohlstand bekomme ich. Angriffsfluss bekomme ich. Wohlstand bekomme ich. Schön, schön, schön. Okay. Er hätte gerne ein Foto von Zoras Kameraden, von allen, das heißt Bass, so, Donald, Goofy, Woody und alle, die man halt gesehen hat. Und da ist schon 7 von 12, muss ich mich ranhalten. Ein Foto des Dämonendurms. Ich habe doch so eine Ahnung, was er meint. Dann würde ich gerne ein Foto der fischförmigen Windsäcke bei Tag sehen. Achso, da meint die Fische, die in der Luft sind, okay. Und ein Foto des Nachthimmels in San Francisco. Das ist schnell gemacht. Das ist die zwei sind flott gemacht. Muss ich kurz nach San Francisco fliegen. Die Stadt, die ich am nächsten mag. Und die zwei. Na gut, das kann ich noch nicht. Kann ich euch schon sagen, das könnte ich, das dauert ein bisschen dauert. So, gut, Cooper. So viel, so gut. Gibt es eigentlich ein neues Rezept für mich zum Schmieden? Natürlich gibt es irgendwas Neues. Gibt es immer was Neues. Die Infantinwaffe kann ich schwafen. Genau. Infantinwache kann ich schmieden, das wollte ich sagen. Eines der besten Items für Donald. Aber ich behalte mir das mal vor kurz. Kurz mal schnuchteln, beziehungsweise schauen. Die kosmische Kette, die kostet einen Finsterkristall. Die ist aber auch verdammt gut, muss ich sagen. Dann, ich kann Finsterkristall schmieden. Kostet aber Energiekristall. Ah, das wird spaßig. Ein Lunekristall. So viele Items zu schmieden. Meine Güte. Eins soll ich noch checken: Sammelziele. Es gibt nämlich ein Ziel für. Hab alle Items. Was fehlt mir denn? Pyro fehlen mir ein paar. Finster. Dann noch alles mindestens ein paar Mal erhalten. Gut, gut, gut. Das heißt, ich habe fast alle Items. Ich will nämlich das Ultima-Schwert hier haben, das man hier schmieden kann. Und die Infantinwache Plus und Königswache Plus. Darum schmiede ich das Infantinwache gerade nicht. Weil es ziemlich dieselben Items sind. Also mir fehlen zwei Items Minimum. Das wird ein schönes Gesuche. Soweit so gut. Und kochen muss ich auch noch. Meine Güte, es gibt noch so viel zu tun. Die wollte schon so auf zur letzten Welt. Meine Güte. Jetzt bin ich gerade überlegen, was soll ich vorher machen? Soll ich die optionalen Sachen machen jetzt oder die ich offscreen mache gerne? Weil Item sammeln heißt einfach, jo, geh zur Welt und besiege Herzlose.
und die ganzen Kameraden fotografieren. Und auch das mit dem Gummischiffchen erklären, ne? Fragen über Fragen. Aber mal ein etwas anderer Part heute. Ich kann mich gerade entscheiden, ob ich jetzt hier hinfliegen soll oder nicht, weil dort ist es, sagen wir mal, sehr creepy.